Abbey, Weltspitze am Steilhang. Seit 125 Jahren baut Abbey Maschinen für die Berglandwirtschaft. Mit Erfolg. Und durch die Fusion mit der deutschen Firma Schmidt zur Abbey Schmidt Gruppe ist ein schlagkräftiges Unternehmen mit Präsenz über die europäischen Grenzen hinaus entstanden. Mit dem neuen Montagewerk am Stammsitz in Burgdorf hat Abbey die letzte Weiche in Richtung moderner Zukunft gestellt. Dank wegweisenden Neuerungen an den Motormähern und den Transportern gewinnt Abbey zunehmend Marktanteile. Und das Allzweckfahrzeug TerraTrak ist seit seiner Lancierung im Jahr 1976 ohnehin Marktleader. Ein Abbey TerraTrak TT270 ist auch im österreichischen Pitztal im Einsatz. Gefahren wird er, so oft es geht, von Ski-Champion Benny Reich, Olympiasieger, Weltmeister, Weltcupsieger. Auf dem Bauernhof seines Vaters packt er weiterhin mit an, wenn er zu Hause ist. Und er tut es gern. Ich muss sagen, mir taugt es nach wie vor, so Landwirtschaft zu betreiben. Ich bin natürlich sehr wenig zu Hause, aber es ist für mich fast ein bisschen Entspannung. Natürlich hat man heute andere Geräte wie früher und dadurch ist natürlich auch, sage ich mal, noch mehr Spaß. An den wenigen Tagen im Herbst zwischen Konditions- und Schneetraining setzt er sich deshalb gern in den TerraTrak, zum Beispiel zum Mähen. Und er beweist dabei dieselbe Geschicklichkeit wie zwischen den Torstangen. Nur ungern erinnert er sich an jene Zeiten, als er noch mit einem konventionellen Traktor die steilen Hänge befahren musste. Wir leben halt in die Berge und da ist natürlich das genau das richtige Gerät. Also mit dem Traktor kann man auf dem Hang nicht wirklich mähen. Also vor allem, wir haben es vorher gemacht, wenn man natürlich einmal sowas gewohnt ist, dann steigt man nirgends mehr rein. Es ist einfach sehr entspanntes Mähen. Man hat alles super im Blick und es ist einfach perfekt im Prinzip. Benny Reich ist längst nicht mehr auf die Einkünfte aus dem Landwirtschaftsbetrieb angewiesen. Aber der Umgang mit dem TerraTrak macht ihm sichtlich Spaß. Vielleicht auch, weil ihm dieser, selbst im steilsten Gelände, eine so präzise Linienführung erlaubt, wie sonst seine scharf geschliffenen Skikanten. Eine wichtige Rolle spielt im Hause Abbey die Entwicklungs- und Designabteilung. Sie kümmert sich stetig um Neuentwicklungen sowie um kontinuierliche Verbesserungen und Modifizierungen bestehender Produkte. Neben der Funktionalität spielt auch bei Nutzfahrzeugen das Design eine große Rolle. Hier tüftelt der Entwicklungschef mit dem CAD-Spezialisten gerade an neuen Details für die Kabine des neuen TerraTrak herum. Nicht nur mit dem TerraTrak, auch mit anderen Produkten hat Abbey bereits diverse Designpreise gewonnen. Lackieren? Ist doch alles nur Kosmetik, denkt der Laie. Von wegen. Der Lack dient vor allem dem Korrosionsschutz und der Umgang mit der Spritzpistole erfordert große Erfahrung. Präzise und umweltbewusst, das ist hier die Herausforderung. Und die Lackdichte wird regelmäßig überprüft. Zusammengebaut wird bei Abbey nicht am Fließband, sondern in kombinierten Arbeitsschritten von Zweier- oder Dreierteams. In der Montage kommen nur ausgebildete Fachkräfte zum Einsatz. Der TerraTrak ist asymmetrisch aufgebaut. Der Motor rechts, die Kabine auf der anderen Seite. Das ist kein Design-Gag. Durch diese Anordnung erhält das zweiachsige Mehrzweckfahrzeug einen sehr tiefen Schwerpunkt, was seine Hangtauglichkeit erhöht. Vor dem Verlassen des Werks werden alle Funktionen wie Rad- und Zapfwellenantrieb, Lenkung und Bremsen nochmals kontrolliert und getestet. Erst dann kann der TerraTrak seinen Dienst aufnehmen. Geschäftsleiter Marco Studer ist, nicht ganz zu Unrecht, stolz auf das Abbey-Aushängeschild TerraTrak. Eine Pionierleistung haben wir sicher immer wieder beim TerraTrak vollbracht. 1976 wurde der erste TerraTrak auf den Markt eingeführt und seither haben wir ihn kontinuierlich weiterentwickelt. Das zeigt auch unser Marktanteil. Im 2009 und auch jetzt zu Beginn im Jahr 2010 hatten wir in der Schweiz, wo wir die Marktzahlen messen können, die Marktführerschaft. Das zweite bergtaugliche Produkt von Abbey ist der Transporter.
Er ist darauf ausgelegt, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für andere Aufgaben tauglich zu sein, zum Beispiel als Kommunalfahrzeug. Sehr wichtig ist dabei die Kompatibilität mit allen gängigen Spezialgeräten, die mit möglichst wenig Aufwand vorne und hinten angeschlossen werden können. Hangmäher, Schneepflüge und Fräsen, Laubsammler, Besenreiniger, aber auch Druckfässer, Heulader oder Ballenpressen. Der Abi-Transporter verfügt über alle nötigen DIN-Normanschlüsse, hat ein 16-Gang-Getriebe und ist auf beiden Achsen lenkbar. Der Schweizer Firma Abi kommt zugute, dass sie vor einigen Jahren mit der deutschen Schmidt-Gruppe fusioniert hat. Schmidt, führender Anbieter in den Bereichen Schneeräumung, Glättebekämpfung und Kehrtechnologie, verfügt neben Produktionsstätten in Deutschland, Holland und Polen über ein weltweites Vertriebsnetz. Alle Abi-Fahrzeuge eignen sich hervorragend zur Schneeräumung. Zum Beispiel der Terratrak. Während das Fahrzeug selbst hydraulisch angetrieben wird, funktioniert die Zapfwelle mechanisch. Durch die Trennung von Fahrzeug- und Schneefräsenantrieb verfügt das Räumgerät über größere Kraft. Damit kann auch bei großen Neuschneemengen der Zugang zu abgelegenen Gehöften innerhalb kurzer Zeit sichergestellt werden. Breitere Verkehrswege, zum Beispiel Passstraßen, lassen sich im Zwiegespann dank genauer Höheneinstellung der Fräsen schnell schwarz räumen und so für zwei Fahrspuren öffnen. Ein mit einem Schneepflug und einem Streugerät ausgestatteter Viatrak kommt dafür dank seiner unbändigen Kraft sehr schnell voran. Höhe und Auswurfrichtung des Pfluges lassen sich mittels Joystick sehr leicht während der Fahrt verändern. Mit dem Viatrak hat sich Abi neben der Landwirtschaft weitere Märkte erschlossen. Unsere Hauptmärkte befinden sich in der Schweiz und in Österreich. Und dies ganz klar in der Berglandwirtschaft. Es ist aber so, dass wir in der kürzeren Vergangenheit auch zusätzlich in die Kommunalbetriebe mehr einsteigen konnten und jetzt sich der Markt auch ausweitet in Osteuropa etc. Dies aufgrund der Zusammenarbeit mit Schmidt, welche diese Beziehungen mit den potenziellen Kunden bereits hatte. Die Transporter-Montagelinie. Einbau des Getriebes. 150, ja. 38, 94 Schaltstangen. He. Viele Mitarbeiter sind schon lange dabei, haben bei Abi bereits ihre Lehre absolviert. Langjährige Mitarbeiter und das damit verbundene Know-how gehören zum Kapital von Abi. Auch an die Zukunft ist gedacht. In der Regel werden hier an die 25 Lehrlinge in verschiedenen Bereichen ausgebildet. In die Entwicklung des neuen Transporters hat Abi 3 Jahre Entwicklungsarbeit investiert. Das Fahrzeug hat inzwischen den Markt revolutioniert und damit einen sprunghaften Anstieg des Marktanteils bewirkt. Dazu beigetragen hat vor allem, dass auch die Elektronik den neuesten Anforderungen entspricht. Beinahe alle Funktionen können mit einem einzigen Joystick angewählt werden und alle wichtigen Informationen werden sofort auf einem Bildschirm angezeigt. Der Prüfstand ist ein weiteres Prachtstück des neuen Werks in Burgdorf. Der komplette Antriebsstrang wird hier über längere Zeit auf Herz und Nieren geprüft. Schwachstellen werden sofort erkannt und ausgemerzt. Labortests sind wichtig. Was sie wirklich taugen, zeigt sich erst in der Praxis. Auf der firmeneigenen Teststrecke müssen einzelne Fahrzeuge einen Langzeiteinsatz von bis zu 100 Stunden bestehen.
Eine echte Tortur, nicht nur für das Fahrzeug. Hier in Burgdorf sieht man den Erbi gern im Einsatz. Denn Erbi ist im Emmental tief verwurzelt und als Arbeitgeber und Ausbildner geschätzt. Klein, aber fein. Der CC36 ist eine kleine, kompakte, vielseitig einsetzbare Kombimaschine. Dank seinem geringen Gewicht und der Aktivlenkung kriegt man mit dem CC36 jede Kurve und kann bequem auch engste Gassen vom Schnee freiräumen. Aber eigentlich ist der CC36 vor allem eine Mähmaschine. Andreas Gamenisch ist Bergbauer. Wenn er das Heu im fetten und eher flachen Talboden bei Ilanz im Trockenen hat, bringt er im August in den steilen Hängen von Sevjain das Bergheu ein. Und dabei kann er auf die langjährige Erfahrung von Abby vertrauen, die bereits in den 50er Jahren Furore mit dem Motormäher machte und damit einmal mehr den Ruf der Firma als Spezialistin für Landmaschinen für den Bergbauern bestätigte. Auch der heutige CC66 ist für den Einsatz im steilen Gelände konzipiert. Ein kleines Detail. Der Schwimmer im Vergaser des Motors wird so modifiziert, dass er auch in steilsten Hängen einwandfrei funktioniert. Was die Handhabung des Gerätes aber entscheidend vereinfacht, sind nicht nur die überbreiten Stollenwalzen, sondern die elektronisch gesteuerte Lenkung. Der Fahrer muss den Mäher nicht mehr mechanisch herumwuchten, ein leichter Druck auf den Lenker genügt und die beiden Räder vollführen hydraulisch unterstützt die 180-Grad-Drehung. Auch dieses Lenksystem hat Abby selbst entwickelt. Über eine senkrechte Achse wird der seitliche Druck auf den Lenker elektronisch verarbeitet und hydraulisch auf die Räder übertragen. Früher musste ich den Mäher halten, heute kann ich mich an ihm festhalten, meint der zufriedene Bergbauer. Kamenisch kann zudem mit dem rechten Daumen über einen kleinen Joystick Geschwindigkeit und Fahrtrichtung ändern. Und dann bequem, dank der hydraulisch regulierten Räder, die nächste Kurve nehmen. Die Gewichte sind so verteilt, dass man ihn einfach in der Hand halten kann. Die Vibrationen, wie man sie früher kannte, wurden auf ein Minimum reduziert. Und auch die Lenkung heute mit dem hydraulischen Antrieb ist so einfach, dass es wirklich fast von Kindesbeinen an möglich ist, mit so einem Mäher zu fahren. Mitunter ergeben sich, wie hier bei Andreas Kamenisch, sogar neue Verwendungsmöglichkeiten für die Maschinen. Der Motormäher als Heupflug. Kamenisch besitzt auch einen Terratrack, mit dem er den Bandrechen in ziemlich steilem Gelände einsetzen kann. Aber für die allersteilsten Hänge, die er maschinell gemäht hat, braucht es dann doch die Hilfe der ganzen Verwandtschaft. Auch Kamenischs Transporter ist ein Erbi-Heulader, wenn auch ein älteres Modell. Aber einstweilen tut's der auch. Erbi-Maschinen haben eben auch die Eigenschaft, unverwüstlich zu sein. Und schon wieder verlässt ein Erbi-Terratrack das Werk in Burgdorf. Schön, funktionell und in der Ausstattung zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden. Im Pitztal verbindet eine nach Benny Reich benannte Fußgängerbrücke die tiefe Schlucht zwischen den beiden Talseiten. Sowohl bei Ski und Bindung, beim Landwirtschaftsfahrzeug, wie auch beim Bungee-Jump muss sich der Ski-Champion einfach auf das Material verlassen können.